Ich habe aber 10 gedrückt. Oh, ich habe beides gedrückt, Joscha. Beides gleichzeitig, 2 Tasten auf einmal. Hast du gesehen? Ja, toll. Hallo. Hi. Herzlich willkommen zur alten F9, F10-Problematik. Nein, ich habe auf F10 gedrückt, aber meine Finger sind zu fett. So, es wird gerade schon dunkel. Oh, wir haben gerade Eclipse, glaube ich, gerade. Ne? Mittags Sonnen. Nicht. Haben wir hier festgestellt, dass wir nicht runterfallen können? Nee, haben wir nicht. Aber, Da machen wir auch immer mal ein Bild von. Ja. So, Jenny, du hast zu arbeiten. Was macht eigentlich der Mauszeiger da? Weiß ich nicht. Upp. Ich rekapituliere mal. Wir haben in der letzten Folge unseren Ausdruck einmal, das ist wirklich eine komplette Folge, durch Nava gewandert, ne? Aber ja, da sind wir noch nicht ganz durch Nava gewandert. Ich glaub, mal das meiste haben wir gesehen. Wir haben diese Zucchini-Quest fast geschafft. Da fehlt noch eine Person. Wir haben das Liebespaar noch nicht ganz vereint. Wir müssen da noch mit der Bäckerin sprechen. Ne? Ihr erzählen von den heißen Quellen waren es. Ja. Ich mir jetzt aber auch mal angucken möchte selber. Mir auch vorstellen kann, dass sie uns da jetzt auch hinschickt. Wir müssen die Lebenselixier-Quest machen. Das kannst du gleich mal da kaufen. Ja. Für die Forscherin, die rausfindet. Und wir können ihm sagen, hier ist okay, wir dürfen mal. Genau, und dann ins Auftragsbuch gucken. Lass mal mit ihm reden wahrscheinlich. So, sounds like you've managed to impress the great Yevany. I thought you might. Your work is excellent and just the style our clients are looking for. Realismus. We've got a whole bunch of commissions just waiting around. We keep them all in a ledger at the back. Take a look and see if you're up for any of them. When you finish a commission, just bring it back to me. I'll ensure you get paid and that the client gets the artwork. We're glad to have you join the gallery. Ich frag mich ja, ob's wie viele Bilder man wirklich brauchte davon. Mhm. Weil wir haben doch, wie viele Bilder? Kannst du mal kurz in unser Dingens gucken? In unsere Galerie, meinst du? Ja, was mit welchem Portfolio wie sie. Ja, Mann mit Topf. Okay, Aussicht und Baum. 3 Bilder haben wir. Ja, wir haben aber schon ja insgesamt mehr gemalt. Also, es gibt ein einfaches Hühnchen. Meine Tochter denkt, dass Hühnchen eine kitschige Dekoration sind. Aber weißt du was? Ich mag Hühnchen. Hühnchen sind einfach niedlich. Ich hätte gern ein detailliertes Bild von einem Hühnchen. Eine Wassermühle? Wenn ich jeden Tag in meinem Wohnzimmer eine Wassermühle, wie man sie im Süden von Nava antrifft, sehen könnte, würde ich niemals mehr traurig sein, oder? Ein Porträt der Verzweiflung. Ich brauche ein Bild von jemandem, der wirklich traurig ist. Die Haltung dieser Person sollte tiefste Melancholie verbreiten, die auch die Hartherzigsten unter uns verrühren vermag. Oder ein Lehmhaus auf dem Land. Diese kleinen Lehmhäuschen sind bezaubernd. Ich will ein Bild von einem niedlichen Lehmhaus ganz allein inmitten der Landschaft. Ich würde sagen, man kann die wahrscheinlich alle annehmen. Meinst du, dass wir da nicht irgendwie Zeitprobleme kriegen? Oder einfach alle annehmen? Hören wir mal. Ich glaube, man kann alle annehmen. Du hast Aufträge angenommen. Du hast deine aktiven Aufträge jederzeit. Okay. Alles klar, gut. Müssen wir auf und zu mal gucken, weil ich mir das wahrscheinlich nicht merken werde. Wie, hier? Sind die hier? Nee. Wahrscheinlich bei rechts dem Dingens da. Ne, dann oben zum Bilddingen. Ne. Oder was hat er gesagt? C? Ja. Ah, okay, lösen wir es darüber. Mhm. Also wir haben Hühnchen, Lehmhaus, Wassermühle, trauriger Mensch. Ja. Okay. Hühnchen sollte ja nicht so schwer sein. Hier laufen ja überall welche rum. Ja, das ist cool. Ah, you've returned. You will certainly live ja a long time if you keep drinking this magical tincture. Nein, ich weiß aber. Ich wollte dir nur zeigen, dass du es kannst. Für die Wissenschaft. The water is sourced from the life-giving springs of Eastshade. Okay. Oh, müssen wir jetzt wieder da hochlatschen? Ja, können wir das gleich machen? Muss ich das sofort machen? Nein, das hat auch ein bisschen Zeit. Wir können jetzt. Wollen, das wäre jetzt. Das wäre jetzt auch zu repetitiv. Ich will hier jetzt mal lang. Komm da bestimmt demnächst wieder hoch. Total, ist auch. Vielleicht auch dann, wenn wir einen Anlass haben, dass wir da ganz nach oben wollen. Genau, wir müssen halt aufpassen, wenn wir jetzt so viel malen sollen für die Leute, dass wir mal genug Leinwände dabei haben, sonst können wir für uns selber nichts mehr malen. Ja. Oh. Sag, guck mal, ist das nicht schon ein Hühnchen? Ja. Können wir gleich mal das Hühnchen malen, die haben was. So finde ich sie aber schöner. Ja. Ups. Und. Ja? Ich wollte mich erst bücken. Mhm. So. So mit Hintergrund oder einfach nur so gleich voll auf die Hühnchen? So? Nicht hier unten natürlich.
Mit dem Haus da hinten? Ja. Okay. Oh. Mal das. Können wir gleich mal gucken, wie das funktioniert und man es jetzt einfach abgeben kann. Zack. Ob ich dann Geld kriege? Da, du bist mir im Weg. Ich habe mich auch wieder die Diskussion im Team abliefen, weil ich immer, ne? Wer lebt denn auf dieser Insel? Wir nehmen Eulen, wir nehmen Bären und dann diese Hirschwesen. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Aufträge. Mhm. Wieso kann ich denn das abgeben? Ach, der wegen Mann der mit dem Typ, Topf. Der im Topf. Ja, mach das. Abgeben. Das ist ja easy. Das ist ja klar. Ach, jetzt ist es weg. Welcome back. Sorry. We've got plenty more patrons interested in your work. Some people so tacky. Ich hab mich schon gefragt, ob der im Topf das traurig hält. Verzweifelt war er auf jeden Fall. Gibt's neue? Blablabla. Ja, wollte ich doch wegmachen. Ich kann ja nichts dafür. Ich will gucken. Ja. Alles annehmen. Steinbrücke, Turm. Okay, ein einsamer Turm. Bitte malen Sie mir einen verlassenen Turm. Ganz einsam soll er dastehen. Am besten mit nichts als dem Himmel im Hintergrund. Keine Stadtsilhouette. Gibt es etwas Schöneres als eine steinerne Brücke? Ich glaube kaum. Okay, so. Also verdienen wir also unser Geld, um ganz viele Sachen zu kaufen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt das Liebespaar glücklich. Genau. Ich stelle schon mal eine Leinwand her. Ich finde, man braucht immer welche. Oh, wir können auch nur noch eine herstellen. Dann kauf doch ruhig Stoff von ihm mal ein oder zwei. Oder Leinwände? Oder Stoff? Plenty more patrons interested in your work. Kauf Stoff, weil. Aber kriegen wir jetzt einen Stoff? Ja. Oder du kaufst die ganze Leinwand, aber wir haben ja. Ja, aber Holz. Die Frage ist, ich brauche immer zwei Stoff für eine Leinwand. Echt? Oder? Nein, du brauchst eins, eins. Brauche ich nicht zwei? Warte das mal. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Ja, ein Stoff, und, aber du brauchst, glaube ich, mehr Latten, oder? Wo sehe ich denn das? Latten hier. Ich glaub, wo das eins, haben wir eins. Das denn letztes Mal gesehen? Die Rezepte. Ja, jetzt kaufen wir einfach den. Der wird jetzt nicht bescheißen hier. Was wäre denn das, wenn du für eine komplette Leinwand 5 bezahlst, für einen Stoff nur 3 und dann für die Leinwand Holz und 2 Stoffe? Ja, aber trotzdem wollte ich wissen, wo man die Dinger alle sieht. Übrigens schon vorhin drüber geredet, ja, beim Kaffee machen wäre wohl der. Siehst du, du brauchst 2. 2. Ja, aber ich habe gesagt, man braucht mehr. Dann ist der voller Beschiss. Ja. Aber hast du jetzt 2 Stoff bekommen oder einen? Nee, egal. Ich habe 2 gekauft, aber es ist beschiss. Wir haben vorhin drüber geredet, wer eigentlich der schlechtere Beifahrer ist. Ja, du. Eindeutig. Ich möchte nach 7 Minuten... Sofort pöbelst, ey. 53 dabei habe ich recht und ich habe immer dann auch noch recht. Und aggressiv as shit. Meistens lasse ich mich dann auch noch völlig fertig machen. Und er regt sich bei mir dann immer über die Game Design Entscheidungen auf. Dabei kann ich ja nichts dafür. Doch. Geh jetzt auch ich möchte jetzt dieses Liebespaar glücklich machen. Ja, kannst du gleich. Ja, da wäre der Stoff gewesen. Fail. Ist der Mauszeiger dein Ecke? So. Gleich. Die ist ja hier vorne, die Frau. Ja. Ey, glaube ich, sind wir echt einmal im Kreis gelaufen. Ja, aber wir waren hinten da ganz nicht, in der Ecke. Gehen wir auch gleich hin. Da können wir auch noch hingucken. Dann möchte ich den Ballon angucken gehen. Ich mach das, ich hab den Drücken. Dem können. Wir sind modern, nicht fertig. Wir arbeiten noch dran, junger Mann. Keine Panik, keine Panik. Weil eine dich wahrscheinlich verprügeln wird. Did you figure anything out? Oh God, did she tell you what she thinks of me? Oh, du bist so süß. So, ich hast keine Chance. Du hast eine Chance. Ja, ich weiß, aber ich habe gesagt, du hast keine Chance. Ja. I'm dying. Tell me what she said. Where is her favorite place? Ha, Linda! Really? Wow. I'd heard about it, but I didn't think it was real. It sounds like the perfect magical place. Okay, I'm going to start making plans. Thank you so much. I'm so nervous. But this is going to be amazing. Mm-hmm. Wish me luck. Mm-hmm. Ist jetzt so süß. Okay, dann da hinten noch das Eckchen, ne? Was denn? Gerade weil ich auch hier einfach kacken dreist rechts abbiege, um mich zu ärgern. Du bist halt jetzt so Kini-Typen. Kinder. Ich hätte Bock. Aber das ist, du läufst über dem Wasser. Du läufst doch, ne? Das Niveau war genauso hoch wie auf der Straße. Ja. Wassermühle? Aber Windmühle wollten sie sehen. Nee, sie wollten eine Wasser. Wollten sie nicht eine Windmühle? C. Eine Wassermühle. Wenn man sie im Süden antrifft. Sind wir im Süden? Ich
Ich meine, das ist eine Wassermühle. Ja, ich glaube, die waren so eine richtig große. Kann mir nicht vorstellen, dass die in der Stadt so fahren. Ja, das wäre auch komisch. Garten. Wer bist du? Well, hello there. Such a great day, isn't it? Yes, it is. I just love days like this. Last night, I saw two shooting stars, and right then, I knew today was going to be a fine one. Ah, you're an artist? Oh, you must be very skilled. I can barely draw a straight line in the mud. If you're feeling especially energetic, we could always use a hand in the fields. Du lass mal. We've got a lot of work down on the pea terraces. It can be draining, but I like to read in my free time. A nice book of poetry always boosts my spirits. What? Are you serious? Yeah. Okay, well, I bought some, but I definitely didn't eat them. I'd never make that kind of mistake. I just don't have them anymore. Threw them away. Na klar, 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 klar. I need to go now. Oh. Okay, wir können gleich die Quest abgeben. Ich würde hier einmal ja, lass, noch laufen. Ja, lass genau die Tour noch. Da haben wir Nava wirklich, glaube ich, komplett gesehen. Ganz viel Stoff. Dadurch, dass mich die Architektur hier so an Elder Scrolls erinnert, gerade darüber nachgedacht, so ein bisschen wie ich früher, als ich Morrowind gespielt habe, das einzige Elder Scrolls, was ich wirklich rauf und runter gespielt habe. Und das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, so ein richtig, richtig großes Open-World-Spiel auch gespielt habe. Oh, Cutie Pie. Ui. Und der Gedanke führt gleich zu Ende. Well, look, Doda, we've got a fresh face. I haven't seen you in the city before, and I like to think I know just about everyone around here. Er ist ein Schimmersteintyp. Allow me to introduce myself. I'm Osha. Some people around here call me the one glowstone guy, because I'll buy anything for one glowstone. Any item under the sun and moon. Ah, da kann man allen Scheiß verkaufen, wenn man loswerden will. Machen wir aber noch nicht, weil wir nicht wissen, was wir alles brauchen. Was hat er rum? Die sind ja geil. Jo, jo, aha, alles klar. Vor allen Dingen, das sind ja nicht einfach Kinder im Gesicht, sondern es sind einfach die Großen in Miniatur. So genau, und auf jeden Fall, ich muss immer wegen dieser Stadt so dran denken, das ist das erste Mal, dass ich in Morrowind, man reist ja echt eine Weile durch die Gegend, man sieht schon ein paar so kleinere, mittlere Städte. Wenn man das erste Mal so eine richtig, richtig große Stadt kommt. Save our goddess. Do your part, report cultists. Eradicate, was soll ich eradicaten? The enemy, ist klar. Ja. Ja, klar. So, ich durfte nur eins annehmen, aber bei beiden waren Zeichen. So, jetzt sind wir einmal rum, ne? Ja. Also vielleicht haben wir irgendeine Ecke noch vergessen, aber... Ja, zwischendurch sind wir nicht genau. Lauschig. Schade, hier können wir nicht drauflaufen. Und auf jeden Fall, das erste Mal, dass ich dann in Liweck war, heißt es, glaube ich. Zumindest habe ich es immer so ausgesprochen. Das war für mich die absolute Offenbarung. Was ist so eine Riesenstadt? Den haben wir schon gesprochen. Du kommst da hin und dieses Ding türmt sich einfach vor dir auf wie sonst was. Und ich habe halt vorher, glaube ich, in meinem ganzen Leben, in keinem einzigen Rollenspiel vorher, so eine große Stadt gesehen. Mhm. Die bestand immer so aus massiven Blöcken und davon aber auch 6, 7 oder 8 mit verschiedenen Ebenen und so weiter. Und dann gibt es am Ende noch quasi den Wohnblock, wo der Gott wie weg wohnt. Die ganze Stadt war nach dem benannt und dann später im Spiel kann man den dann auch treffen und zu ihm vorstoßen. Das war großartig. Wie heißt nochmal die Stadt mit der Erweiterung, diese Untergrundstadt? Die fand ich auch mega geil. Ja, ja, ich weiß. Das Addon hieß, glaube ich, Tribunal, oder? Ja, das Tribunal. Boah. Weil dann kommst du doch in diese verbittene Hauptstadt im Untergrund. Ist das nicht die Hauptstadt, die dann auch in Oblivion die Hauptstadt ist? Das ist eine gute Frage. Es ist doch die, oder? Nicht, das ist, weil die hat auch diesen Tower in der Mitte. Ja, aber die ist ja unter der Erde, das ist ja eine Secret-Stadt. Die kleine Käse in so einer anderen Dimension. Ja, did you get them back?
glaube ich. Es gibt zwei Add-ons erstmal. Das eine ist Blood Moon und das andere ist gespielt. Mit der Hauptstadt, glaube ich. Und dieses Ober- und Unterirdisch gibt es auch im nächsten Teil. Genau, aber die Stadt, die man kennt am Anfang, ist nur oberirdisch und dann wird man ja von so einem Assassinen nachts geweckt. Es geht dann große Teile des Quests spielen unterirdisch. Ich habe alles bekommen, was ich konnte. Oh dear, I can't believe this. All my days as a vendor are over, I just know it. Thank you for going out there. You can keep these tubers, just don't eat them. Ich genau, Tribunal heißt die Stadt. Das heißt Addon. Jetzt versuche ich rauszufinden, wie die Stadt hieß. Wann wird es nochmal Nacht? Normaler Abend. Wie spät ist jetzt? 16. Ab 19 Uhr oder so wird's finster. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Aber wir haben hier auch nicht rausgefunden, dass man hier irgendwo rasten kann, ne? Nee. Und wir haben auch noch nicht rausgefunden, wie man irgendwie sich ein Zelt oder so baut. Das haben wir noch nicht gelernt. Oh oh. Das heißt, wir erfrieren wahrscheinlich einfach wieder draußen irgendwo. Weil wir zuvor sind, ganz viel Tee einzukaufen. Ja, aber es hält ja, das haben wir gesagt, es hält ja nur ein paar Minuten. Malen wir jetzt unser Thumbnail? Ja. Geil. Das Geld hätten wir auf jeden Fall, aber wir müssen halt das Rezept... Taking place in Mournhold, Temple City inside the capital. Oh nein, nein, nein. Stimmt, es spielt auch nur in der Stadt, ja. Ja. Der Sound hier schön. So still. Genau, es ist ja nicht die, genau, es ist nicht die Hauptstadt, die es ist ja so eine, in Oblivion gibt, sondern es ist von einem anderen Gebiet. Man kann mit dem Typen reden. Stimmt. Stimmt, bei uns ist der ja, auf dem Bild ist der oben. Ja, aber wenn wir das Thumbnail, wenn wir es treffen wollen, dann wäre es mit dem Ballon hoch. Ja, was kriegen wir ja nicht hin? Red doch erstmal mit dem Typen. In dem kann man bestimmt hoch und runter fahren. Oh, ist schon sowas mag, ne? So dieses wellige, saftig grünes Land. Nessa. Ja, da sind wir doch höchst inspiriert bitte von. Hallo. Hello, brave traveler. I can see you have an adventurous spirit. I've got an excursion you're sure to love. Himmel. Ja, ein Ausflug in den Wolken. Oh, sharp as a knife you are. This here is the bursting bubble. It has the ability to take passengers all the way up to the mountain top. Soll es über den Narb? Warum heißt sie die Plätze? Well, sure to give you a burst of adrenaline. Ja, aufregend. You think so? I wish more people had your spirit. Last person here said they'd never ride it with a name that sounded so dangerous. Oh, good. I thought it was spot on. I'll keep the name then. You know, when I invented this thing, I really thought it was going to revolutionize transportation. Imagine just flying right up to the tip top of the world. Das sollten wir nur nicht machen. Seems like something everyone would want to do. Hoffnungslos erfrieren, wahrscheinlich. Don't seem to understand the idea. They can't seem to picture a balloon carrying people in the sky. I've hardly been able to get anyone out here to see it in person. Anyhow, thanks for helping with the name, traveler. Seems to me that you're full of good ideas. Und dürfen wir jetzt fahren oder nicht fahren? Aber wir werden doch wirklich erfrieren. Ja, sie wird schon was sagen, wenn das so gefährlich ist, glaube ich. Los! Los! Wir müssen sie nochmal anquatschen, natürlich. Ja. Ich mach das ja nicht umsonst. Ich will das schon jetzt wissen, was da Hello, passiert. Hello, good traveler. Hope things are going well for you. As for me, I still haven't got anyone new out here to fly with me. Shame, because I know anyone would love it if they saw it. Okay, das müssen wir auf jeden Fall Bild machen, weil das werden wir irgendwo unterbringen können, scheinbar. Ja. Dann sucht ihr mal einen schönen Winkel. Boah, die Stadt im Hintergrund ist natürlich auch schön. Kann man beides vielleicht so rum? Aber das Problem ist, der Ausschnitt ist ja immer von so weit weg. Ja, das kriegst du nicht so. Ja, dann machen wir nur unser Thumbnail. Das ist auch nicht mehr so schön, Sonne, aber egal. Wir können aber beides gleich malen. Wir können auch die. So, von hier Die Stadt so aus, ist im Sonnenlicht. So finde ich sie schön. Ist mega. Was? Dem Fels? Ja. Ach, cool. Paint this shit. Paint this. So, ja, schon. Wir nehmen den Baum vielleicht so. Als Begrenzung. So. Der Turm muss wahrscheinlich ein bisschen weiter mittig sein.
Doch so? So? Ja. Na dann. Das sieht immer so schön aus, nochmal auf der Leinwand. Wie es dann wird. Richtig magisch. So, jetzt sind wir das. Oh Gott, wir werden erfrieren. Lalalala. Wahrscheinlich. Was sollen wir machen, ne? Ach, guck mal, jetzt mit so dem Mond, so im Double? Mond. Ja. So finde ich es eigentlich ganz cool. Mhm. So der Mond im Mond. Ey, wir haben das ja noch. Den verzweifelten Witzig. Kopftopf-Typen. Dachte, das haben wir vorhin abgegeben. Dachte ich eigentlich auch. Weil das Hütchen ist doch auch weg. Ja. Hä? Ah, guck mal. Ah! Das habe ich gerade rausgefunden. Deswegen ist das... Damn. Das. Ah. Shit, hätten wir das vorher mal gemacht. Okay, krass. Das ist schon geil so im Ganzen. Okay. Ja? Ja, bitte. Oh, es ist cool. Also man kriegt es doch hin, den ganzen Ausschnitt zu machen. Ah, super. Alter, ist das ein geiles Bild. Danke. Das ist mega geworden. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir nämlich... Es ist schon spät. Ja, demnächst wird es frisch. Aber wir haben halt nicht gecheckt, wie man sich irgendwie einen meinen Anorak oder so baut. Da fehlt uns einfach. Ja, da fehlt uns ja noch die... Guck mal, was wir uns bauen können, ist ja alles hier aufgemalt. Ein Floß können wir... Aber da fehlt Feuerstelle. Uns noch, das können wir. Aber die Feuerstelle hilft uns ja nicht, weil da können wir nicht schlafen. Es gibt ein Zelt später, mit da kann man wohl drin schlafen. Das heißt, dann kann man auch Zeit draußen verbringen zu so einer Jacke. Ja irgendwie weit genug wahrscheinlich von den Questaufgaben sein, dass wir aufbrechen sollen zum Berg. Deswegen dürfen wir jetzt auch noch nicht fliegen, zum Beispiel. Aber was machen wir denn? Was haben wir da gerade so offen an Sachen? Wir haben jetzt nur noch diese Geschichte mit der Universitätsfrau, ne? Ja. Wo wir das können wir ihr ja auch bringen noch. Was können wir jetzt noch machen in dieser Episode? Oh, ist das geil. Dann machen wir das jetzt noch. Jetzt ich will auch irgendwann den Himmel malen. Okay, darf ich bitte? Ja, du. Ist hier doch oh, gut. Die Felder da. Oh Gott, das sieht doch auch so schön aus. Ja. Oh, ich liebe Abendstimmung. Ich will ein Fotoapparat. Irgendwie so ein kleines Kind, ey. Ja, ich finde, das hat sehr was von so analoger Fotografie, ne? Weil du sehr genau überlegst, was du eigentlich fotografierst und nicht einfach so wild. Einfach 20 Fotos hintereinander ballerst und dann das Schönste davon nimmst, sondern nein, du musst genau überlegen, das hab ich, wie du es machst. Ich habe mit meiner neuen Spiegelreflex aber auch gemacht, von jedem Tempel, in dem wir sind, immer nur ein Bild. Und das Tori, also wenn man das Tor, wo man reinkommt. Dazu muss man sagen, dass Jenny durch 88 Tempel in Japan gereist ist. Ja. Das waren also einige Fotos. So geil. Und ich habe sie immer noch nicht angeguckt. Das ist alle, seitdem. Ups. Genau, dann würde ich sagen, machen wir das in der Folge auf jeden Fall noch, die Geschichte. Die Uni ist da hinten rum, ne? Es ist ganz schön dunkel hier. Ja, das ist der nächste hohe Bau da. Der Turm, ne. Hä? Sind wir nicht hier durch? Das war da unten irgendwo. Ne, warte, das ist hier links rein. Links, da musst du hoch. Nein, rechts. Da runter. Ja, wollte ich doch. Dann links. Genau, das wollte ich doch machen, aber du hast mich verwirrt, weil du meinst hier links, hä? Wie? Ja, weil das da links ist. Ja, ja. Aber hast ja gar keine Ahnung. Ich habe das Wohlgemerkt gecheckt. Ich habe das gecheckt, ne? Ich hoffe, sie ist jetzt noch da um so eine Uhrzeit. Oh Gott, ja, shit. Oh, was spiegelt sich denn da? Wasser. Ab von dem. Beenden wir die Folge da, wo wir sie angefangen haben, ist auch schön. Aber dass man hier nicht irgendwo übernachten kann, irritiert mich. Vielleicht kann man das und wir haben es noch nicht gefunden. Wir haben jetzt nicht an jeder Haustür versucht reinzugehen. Wir haben eigentlich alles versucht. Ich hab mir nur alles angeguckt, wo ich war. So. Ich habe überall immer reingeschaut und angeklopft. Und hier oben sind wir auch einmal im Kreis und haben alles angetouched. Angetouched. Das war auf jeden Fall weiter hinten. Nur hier kann man noch nicht rein. Kann man andersrum? Ja. Oh, da ist sie das schon? Ja. Ja. Sehr gut. I do love working here in the university. Even though my senior professor Esma can be a bit eccentric at times. Did you by chance pick me up one of those elixirs from the market? Yes. Wonderful. Now I can run some tests. Why don't you come back in about an hour and I'll fill you in on my findings? Hm. Was machen wir jetzt hier eine Stunde? Passierschein? Ja, fragst du mal. I know it's a spectacular view,
Beyond that, though, is there any reason specifically you need to be up there? Ich möchte oben malen. Ja. I see. Well, I'll tell you what. Help me with discovering the truth about Melek's elixir. Ja. I'll get you a pass. Danke. Easy. Du wolltest? They're a group that highly appreciates the consumption of dream teas. The teas are made with herbs that stimulate dreams. It's quite interesting how the chemicals work on the brain. They are safe in moderation, the largest risk being that when sleeping with dream teas, one gets very little rest, since the brain is actually more stimulated than during the day. The latest science actually considers it a form of exercise for your brain. Aha. Okay, jetzt müssen wir uns hier eine Stunde, wie spät ist jetzt? 7. Das ist um 8, können wir wieder auftauchen bei ihr. Aber wir können ja nirgendwo rasten, das nervt mich ein bisschen. Hier ist die Malerin. Wer war hier nochmal? Also die... Ah, da müssen wir die Kiste suchen. Ja. Wo ich nicht mehr ganz im Kopf habe, wo die sein soll. Aber hier muss doch ein Gasthaus sein. Kannst du das mal googeln nebenbei kurz? Gasthaus Nava. Ja. Ich meine, das ist hier jetzt... Travel Guide. Ich guck mal kurz bei TripAdvisor. Weil hier sind ja auch so viel verschlossene Türen. Vielleicht kann man sich hier irgendwo was... einmieten. Ha, Kerzenklauen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Noch mehr Kerzen. Spontan finde ich jetzt nichts, deshalb würde ich sagen, also, machen wir jetzt. Ich hatte letzte Nacht einen Traum, lieber Jascha. An die Details kann ich mich nicht mehr erinnern, aber als ich aufwachte, war alles anders. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, aber die Sonne schien plötzlich heller zu scheinen, die Luft süßer zu sein, als wäre sie mit Rosen gewürzt. Ich schaute wie zum allerersten Mal aus meinem Fenster. Ich habe zuvor nie wahrgenommen, wie wunderschön die Welt und die Stadt von hier aussieht. Ich habe so viele Ideen, so viele Einfälle, über die ich schreiben will. Alleine heute Morgen schrieb ich 11 Seiten im Teehaus. Und das waren gute Seiten. Ich habe sie gerade noch einmal Korrektur gelesen. Nun muss ich arbeiten gehen, aber ich kann es kaum erwarten, heute Abend zurückzukommen. A.P. Super. Das klingt, als würde sie so ein Teegebräu trinken. Ja. Hier waren wir noch nicht drin. Die wir gerade gehört haben. In dem Raum. Okay, aber da wir irgendwie offenbar nicht rausfinden können, wo wir jetzt hier schlafen gerade, schlafen können und die Nacht naht, würde ich sagen, beenden dort die Folge da, wo wir sie aufgehört haben. Wenn wir an dieser Stelle kurz die Folge, wir treffen uns dann einfach wahrscheinlich im Morgenlicht wieder. Genau. Und dann können wir wahrscheinlich die Spitze Navas erklimmen. Und die Frau nochmal anlabern, ja. Genau, nachdem wir mit ihr gesprochen haben, wir haben... Machen wir auch schnell. Dann machen wir das doch gerade. Das war jetzt aber keine Stunde. Oh, es war eine Stunde. Okay. Was ist nett, dass jetzt ist gerade wieder heller gefühlt. Ja. Lala. Ich meine, vielleicht muss man hier auch irgendwie erst quasi mit der richtigen Person was zu tun haben, weil da musste Nika hat uns ja auch erst dann später das Zimmer zur Verfügung gestellt. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, it's going to be another late night, that's for sure. Well, I've run some tests. Unfortunately, my findings are inconclusive. The solution seems to be mixed with so many things I can't get a clear reading of its composition. I've been thinking. Melek claims the life-giving ingredient in his potions is water from the local hot springs. I know it's a big ask, but I'm wondering if you're interested in collecting water samples from each of the 5 hot springs of Eastshade. Then we can really answer this question once and for all. No more tricks, no more overpriced traps. What do you say? Yeah. Fantastic. Take these empty vials. The collection should be fairly straightforward. Finding the 5 hot springs will be the hard part. They're in all corners of the island, and some are rather tucked away. Ja, dachte ich mir schon. So, dann würde ich ja sagen, aber jetzt... Machen wir mit einem neuen Ausblick. Ja. Aufs Meer. Aufs Meer, ja klar, auf die Weiten des Ozeans beenden wir diese Folge. Und in der nächsten gehen wir mal wieder wirklich raus in die Natur, denke ich, ne?
Ja. Wir können mal gucken, ob wir diese Kiste finden. Weil da war doch auch was von heißen Quellen. Nee, oder? Doch, und wir sollten irgendwas zeichnen. Warte mal, C? Sollten wir eine heiße Quelle zeichnen? Nee, Wassermühle. Nee. Aber irgendwo gab es noch mehr heiße Quellen. Wir haben... Ach ja, ihr Lieblingsort ist auch an der heißen Quelle. Ja, genau, den wollen wir dann auch mal auschecken. Ah, es gibt so viel zu tun und es freut uns so, so sehr, dass ihr mit dabei seid bei so einem schönen, bezaubernden und zauberhaften Spiel, dass das so viele Leute gucken. Es freut uns total. Wir haben die ersten 2 Folgen quasi hochgeladen und gesehen, dass es echt Anklang findet. Vielen, vielen lieben Dank. Auch hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Ihr seid die Besten. Bis dann, ihr Lieben. Vielen Dank. Tschüss.